Susanne, herzlich willkommen hier bei unserem kurzen Stream bezüglich der Panchakarma zu Hause, unserem Projekt, welches wir jetzt nun schon seit 2 Jahren anbieten. Du warst ja bei einer dieser Veranstaltungen dabei und ich möchte dir heute ein paar Fragen stellen dazu. Aber ich bitte dich am Anfang, dich kurz vorzustellen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Eugen. Ja, ich bin Susanne Kruse. Ich bin selbstständig und selbst und ständig trifft es wahrscheinlich ziemlich gut, sodass wenig Zeit für mich da ist, wirklich. Also ich achte schon viel auf die Gesundheit, auf gute Ernährung, aber es ist schon schön, wenn man zwischendrin irgendwie die Möglichkeit erhält, mal zu fasten oder so wie euer Angebot genau richtig für mich kam, die Panchakarma-Kur, also etwas zu finden, was ich in Einklang mit meiner Arbeit bringen kann. Und deshalb war das genau richtig. Aber ich denke, wir werden über mehr nachher sprechen. Ja, genau. Wie bist du überhaupt draufgekommen oder wie hast du uns gefunden oder wie kam denn die Entscheidung, die Panchakarma zu machen? Ich überlege gerade, ich glaube, den ersten Kontakt zu euch habe ich tatsächlich über Facebook gehabt, weil es mir irgendetwas vorgeschlagen hat für ein Seminar. Ich glaube, das war der erste Kontakt zu euch und damit hat es mir ja die Möglichkeit gegeben, euch persönlich kennenzulernen. Und das ist so für mich immer der ausschlaggebende Punkt, wenn ich weiß, mit wem ich arbeite, mit wem ich zu tun habe, wie ihr arbeitet. Und da hatte ich eben die Möglichkeit, euch kennenzulernen und habe gesagt, ich lasse mich gerne mit auf euer Newsletter, auf euren Verteiler schreiben und würde einfach gerne nachverfolgen oder mitverfolgen, was ihr alles Schönes anbietet. Und so kam auch irgendwann das Angebot der Panchakarma-Kur zu mir. Und davor hattest du noch nie etwas mit Panchakarma zu tun gehabt oder mit Nein. ayurvedischen Behandlungen Nein, gar oder nicht. genau Anwendungen, also gar nicht. Das war so der erste quasi so spontane Impuls und du hast gesagt, jetzt probiere ich das mal aus. Naja, wie bist du dann mit der ganzen Organisation zurechtgekommen? Weil es ist ja im klassischen Sinne so, dass man irgendwo in einen Ayurveda-Tempel oder Ayurveda-Krankenhaus fährt und dort von Ärzten behandelt wird, auch parallel und so weiter. Und speziell ausgebildete Leute massieren dann einen, spezielle Köche kochen dann das Essen für einen. Das ist ja quasi so zu Hause, parallel zur Arbeit wahrscheinlich noch dazu und zu anderen Verpflichtungen. Wie hast du dich bei der Vorbereitung gefühlt? Also gut geleitet oder hattest du viele Fragen dabei, wie du das umsetzt und wie du dich vorbereitest? Soweit ich mich erinnere, haben wir ziemlich weit im Vorfeld Informationen von euch bekommen, die Teilnehmer, sodass das, um jetzt erstmal deine Frage zu beantworten, wie gut ich mich vorbereitet gefühlt habe, dadurch, dass ihr schon weit im Voraus Informationen gegeben habt. Ihr habt uns, auch wenn ich mich recht erinnere, eine schon eigentlich im Vorfeld so ein bisschen Vorbereitung gegeben gehabt. Also nicht nur das, welche Mittel wir brauchen, welche Zutaten, sondern auch eine Einstimmung darauf. Was bedeutet Panchakarma? Wie viel Zeit wird uns das sozusagen zuzüglich zu unserem Alltag kosten? Also erstmal vorab überhaupt, bevor das wirklich im Detail losging, musste ich ja für mich entscheiden, kann ich das mit integrieren in meinen Alltag? Werde ich das schaffen? Braucht das ganz viel Zusätzliches zu meinem normalen Alltag? Und im Endeffekt ist es ja, jeder bereitet sich etwas zu essen zu. Und ob es jetzt auf diese besondere Art und Weise ist oder etwas, was dem Normalen entspricht, da habe ich jetzt nicht so viel mehr Zeitaufwand für mich gesehen gehabt, dass erstmal das innere Ja war, okay, das kriege ich hin, das schaffe ich zu meinem normalen Alltag zu integrieren. Dann kamen von Inga relativ viele Dinge, die, also weit im Vorfeld auch schon, was müssen wir besorgen? Also welche Art von, und wenn ich mich recht erinnere, habt ihr uns sogar Links dazu gegeben, was Genau, wir. links, darauf wollte ich ja auch eingehen. Es sind ja gewisse Präparate, ayurvedische Präparate, die man so durch die Tage nimmt. Ob du da Probleme hattest, die zu finden oder zu bestellen, ob du es rechtzeitig bekommen dann hast, also vor Beginn. Ja, also ich habe alles rechtzeitig bekommen. Trotzdem darf ich auch dazu sagen, dass das ich gar nicht bei allen Dingen genau gewusst habe, was das ist. Also das war einfach notwendig. Das war notwendig oder es war richtig gut, dass es wirklich konkrete Links dazu gab und nicht, dass ihr nur einfach gesagt habt, Susanne, bitte bestell mal das und das. Also das war gerade das war wertvoll, um auch zu wissen, was sind wirklich gute Produkte von diesen. Es gibt ja viele Anbieter und das also fand ich ganz toll, was Inga rausgesucht hatte. Ja, ist klar, es gibt ja viele Anbieter und der Markt ist voll. Es gibt tausende Produkte, Anbieter, obwohl das ja auch
recht klassisch ist. Also diese Präparate, die werden schon seit Jahrhunderten genau dem der Rezeptur nach hergestellt. Und wenn das eine seriöse Firma, seriöse Hersteller ist, dürfte das auch gar nicht abweichen. Also da sind sehr wenige Inhaltsstoffe mit dabei. Nichtsdestotrotz sehr wirkungsvoll, eben die das Reinigenden unterstützen, die das Fasten und das Ausleiten unterstützen, weil es ist ja auch, dass unser Stoffwechselprozess auch, bilden sich ja Schlacken, Abfallstoffe und so weiter, und man muss dem Körper da behilflich sein, von Zeit zu Zeit sich davon zu befreien, damit das Verdauungssystem gut funktioniert, die Organe, das Hormonsystem wieder gut funktioniert, wieder angeregt wird zum Arbeiten. Also das ist schon sehr, sehr wichtig. Und die Panchakarma-Kur, die gilt auch zu den verjüngenden Kuren. Also es gibt im Ayurveda also einen sehr großen Bereich der Verjüngungskuren. Da gehört die Panchakarma auch dazu sozusagen. Und erzähl mal während des Kurses selber, also während der Panchakarma, du hast ja ein Rezeptbuch von uns bekommen. War es für dich schwer, die Rezepte umzusetzen und zu kochen oder das in den Alltag zu integrieren, weil du musst ja dann zu gewissen Tageszeiten auch irgendwo essen und darauf schauen, dass du die Präparate auch in der richtigen Zeit nimmst? Also es war überhaupt nicht schwierig, die Rezepte zuzubereiten, wenn man alle Zutaten dazu hat. Und ich darf dazu sagen, dass alles, was ich ausprobiert habe, hat mir wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Okay. Koche ich auch heute noch manchmal. Also nicht nur, dass das für die Kur benutzt wird, sondern weil es einfach sehr lecker und aromatisch ist. Also ich habe mir tatsächlich manchmal den Wecker gestellt, also nur als kleine Notiz, wenn ich am Rechner gearbeitet habe, dass ich nicht vergessen habe, um die und die Uhrzeit muss ich jetzt Mittel vorab einnehmen, aber das sind ja kleine Nuancen, wenn man sich alles, also ich habe mir das einfach von Tag zu Tag noch besser vorbereitet, weil ich dann auch schon mehr drin war, weil einfach, das sind ja nur kleine Unterbrechungen in dem Augenblick, wenn man etwas zu sich nimmt oder, und an feste Mahlzeiten bin ich sowieso gewöhnt, sodass das für mich nicht schwierig war. Also das war eben auch eine der Fragen, die ich vorbereitet habe, ob du diese Rezepte weiterhin verwendest oder gewisse Sachen auch weiterhin übernommen hast. Es sind ja auch neben Gerichten sind auch so Getränke, Tees dabei und so weiter. Die sind ja auch sehr gut und anregend für die Verdauung und für den Stoffwechsel. Ja, also gerade ganz besonders mein großer Liebling ist geworden, dieser Tee für die drei, also das Gleichgewicht der drei Doshas, weil ich finde ihn so unfassbar köstlich. Ja. Der ist immer noch im Repertoire. Ja, okay, sehr gut. Und wie hast du dich danach gefühlt? War das schwer? Hast du irgendwie eine Schwäche gefühlt oder hast du einen starken Energieschub gefühlt oder war das nicht so sehr sichtbar oder wahrnehmbar, der Unterschied? Meinst du jetzt während der Kur oder danach? Also während der Kur und dann anschließend nach der Kur. Also während der Kur weiß ich, dass ich so ein bisschen Kopfschmerzen manchmal hatte. Mhm. Also jetzt nicht furchtbar stark. Ne? Aber also das ist für eine Reinigung auch ganz normal. Also das kenne ich auch vom Fasten und vom Panchakarma-Fasten oder vom Panchakarma-Reinigung, dass Kopfschmerzen, die gehören fast dazu, so leichte Kopfschmerzen. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, habe ich zwischendrin mal ein bisschen Bedürfnis nach Süßigkeiten gehabt. Okay, das ist auch ganz normal hier. Aber ich war, also das lässt sich schon durchhalten. Das ist nicht so, dass man, also klar, in dem Moment verzichtet man auf Süßigkeiten, auf Kaffee, aber das geht. Also es ist alles, ich finde das Schöne an der Panchakarma-Kurs, das ist ja kein kompletter Verzicht wie in einem Fasten, sondern wir stellen unsere Ernährung um und es kommt, also was ich sehr, sehr gespürt habe, schon während, also vielleicht am Tag 4, denke ich, wird es gewesen sein, dass ich viel weniger Bedürfnis hatte, überhaupt was zu essen. Also sonst esse ich auch gerne mal irgendwie ein paar Nüsschen zwischendrin, so zwischen den Mahlzeiten, oder das habe ich überhaupt nicht gehabt, gar nicht. Also da bin ich komplett, also es war einfach immer genug zu essen, auch so zu essen, was halt energetisch sehr hochwertig ist, was mich den ganzen Tag ausgefüllt hat. Und das ist einfach weggefallen, die Zwischenmahlzeiten sind weggefallen. Und was bei mir wirklich extrem viel gemacht hat, was mich total überrascht hat, ich weiß nicht, ob das normal ist, dass sich mein Biorhythmus total verändert hat. Also ich bin sehr viel früher müde gewesen, aber auch sehr viel früher wach gewesen. Also das ist meine normale Tagesbeginnzeit sich wirklich um 2 Stunden nach vorne verschoben hat und ich hellwach und strahlend wirklich morgens aufgewacht bin und den ganzen Tag, also auch
Klar mache ich auch mal eine Pause, aber das war für mich der allergrößte Effekt daran. Natürlich habe ich mich auch körperlich sehr wohl gefühlt und es ist auch nett, so ein paar kleine Funde nebenbei zu verlieren. Aber für mich war wirklich der heftigste Effekt diese totale, innerhalb kürzester Zeit Anpassung des Biorhythmus. Also du siehst es schon als einen positiven Effekt. Ja. Okay, gut. Sehr schön. Und kannst du irgendwie einschätzen oder hast du das in Erinnerung, wie lang dieser Effekt angehalten? Also ist jetzt nicht nur die Veränderung des Biorhythmus, sondern dass du gespürt hast, du bist jetzt so quasi gereinigt oder der Körper ist gereinigt. Wie lang nimmt man das noch mit? Also ich würde das eher so beschreiben wollen, dass ich denke, das kennen viele. Also mir ist es zumindest bekannt, dass das gerade nach dem Winter man so irgendwie noch nicht in der richtig guten Verfassung ist, um in den Frühling zu starten. Also sich vieles noch so ein bisschen vielleicht aufgeschwemmt oder Schlacken im Körper, was man sonst erst über einen langen Zeitraum wieder los wird. Und das hat bei mir die Panchakarma-Kur, das ist wie ausgeschwemmt. Also deshalb ist das kein Zustand, der nur ein paar Tage angehalten hat, sondern ich bin ja alles das losgeworden, was so aus dem Winter noch mitgetragen wurde. Also das, bei mir hat es, ja, ich war einfach komplett erleichtert, so würde ich das beschreiben. Freier und viel energievoller. Das hat nicht irgendwie aufgehört nach 5 Tagen. Okay, die Schlacken waren ja weg. Ja. Also das war, der Zustand war einfach, wie soll ich sagen, das ist sehr lang anhaltend. Wird es auch von den ayurvedischen Ärzten empfohlen, vor allem bei uns. Wir haben ja so einen strikten Jahreszeitwechsel. Das ist ja nicht so wie Indien. Bei uns sind die klimatischen Bedingungen anders. Und vor allem in dem Wechsel Winter zu Frühling, wo der Körper das Alte auch irgendwo abwerfen muss, wie es irgendwo in der Natur ist. Und dann der Neustart beginnt sozusagen in den Frühling hinein. Schafft der Körper es nicht immer, wie du das schon erwähnt hast, irgendwie alte Schlacken, Schleim sammeln sich ja auch im Körper viel an, schafft es nicht loszuwerden und dann neigt man dazu immer irgendwie nur so eine Frühjahrs- oder Sommererkältung zu haben oder Sommergrippe, wie das auch heißt, weil der Körper sich dann erst im Nachhinein und viel später halt von diesem Angesammelten auch durch die Krankheit löst. So kann man das ja dann ein bisschen präventiv, sage ich mal, und bewusst und in einer guten Zustand loswerden erstmal, um gut für den Frühjahr und für den Sommer, ich sag mal, vorbereitet zu sein. Und die andere Phase ist dann Herbst auf Winter, den Wechsel. Da wird es auch empfohlen, das nochmal zu tun, also eine Panchakarma mitzumachen, weil der Bereich Sommer und der Winter, da sollte man dem Körper nicht zu viele Wechsel zumuten, weil da in der Natur auch kein Wechsel ist. Da ist man eher so auf Stabilität und dann sollte man auch sich stabil, stabil ernähren und so einen stabilen Zustand pflegen. Also die Panchakarma eignet sich, wie gesagt, am besten Frühjahr und für die Herbstmonate, für die Herbstzeit. Genau. Na gut, nochmal eine Frage genau an dich. Denkst du, braucht man da viele irgendwie medizinische Vorkenntnisse oder therapeutische Vorkenntnisse oder sowas, um da dann mitzumachen bei der Panchakarma? Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich brauchte das nicht. Also ich denke, es interessiert sich wahrscheinlich sowieso, interessieren sich die meisten für solche Kuren, wenn man schon ein gewisses Bewusstsein irgendwo dafür hat, dass es dem Körper gut tut. Und Inga steht ja jederzeit zur Verfügung, dass wir Fragen stellen konnten in der Gruppe, die auch immer zeitnah beantwortet worden sind. Ich finde nicht, dass man das braucht. Und hättest du vielleicht irgendwelche Tipps für Menschen, die jetzt noch nicht ganz schlüssig sind oder sich noch nicht ganz entscheiden können und denken, oh mein Gott, die anderen fahren dafür extra irgendwo weit weg zu Ayurveda-Ärzten und ich muss das allein zu Hause machen, komme ich da überhaupt zurecht? Vielleicht mache ich da was falsch. Also es sind schon auch immer die Fragen da, vor allem wenn man es noch nie gemacht hat. Hättest du vielleicht so einen Tipp für diejenigen? Also ich denke immer, wenn man sich gerufen fühlt, dann darf man es ausprobieren. Das ist eine total schöne Möglichkeit, eben wenn man nicht 2 Wochen sich Zeit nehmen kann, irgendwo anders hinzufliegen oder diese Zeit für sich in Anspruch zu nehmen. Also eine solche Variante ist sehr viel besser als nichts tun. Also ja, klar. Unbedingt, das
Ich denke mir immer einfach ausprobieren. In dem Augenblick, wo ich nicht weiterkomme, kann ich doch Fragen stellen. Und das geht doch allen anderen auch so. Also der Support, der hat dich auch gut begleitet und gut unterstützt. Also dieser tägliche Support und die Gruppe. Und die Inga bietet ja auch so kleine Vorträge jedes Mal durch die Tage verteilt und Informationen, da gibt es ja genug, da fühlt man sich gut aufgehoben. Also sage ich von meiner Seite auch, weil ich habe das auch damals mitgemacht mit deiner Gruppe, Susanne. Das war auch meine erste Panchakarma, weil ich muss auch noch ganz kurz dazu sagen, ich war immer am Anfang skeptisch und hätte gedacht, Panchakarma ist irgendwie nur für Leute, die fürs Yoga irgendwie auch keine Zeit haben oder weil wir im Yoga Reinigungstechniken und Praktiken haben, wo die Ernährung erstmal keine Rolle mitspielt. Und die sind jetzt auch ein bisschen abenteuerlicher zum einen und zum anderen etwas heftiger auch, so von mir, vom Gefühl her. Und dann habe ich die ganzen Jahre davor gedacht, okay, naja, ist nichts für mich. Ich habe ja meine anderen Wege und Mittel. Und als ich das dann ausprobiert habe, war ich sehr verwundert und sehr positiv überrascht, wie gut es auf mich gewirkt hat, wie einfach das auch war umzusetzen und letztendlich der Reinigungseffekt, also der klarere Geist, der leichtere Körper und so weiter, die bessere Verdauung, wie du sagst, war das bei mir auch so, dass man besser in die Tag- und Nachtstruktur sich hineingefügt hat, also an die äußeren Biorhythmen sich besser anpassen konnte, also eine sehr positive Geschichte. Deshalb werde ich auch bei den nächsten Panchakarmas mitmachen. Ich habe ja auch einen einfacheren Ausgangspunkt, weil die Inga ja auch immer in der Nähe ist und sie mitmacht und sie mich dann auch direkt unterstützen kann. Und dann werde ich auch diesen positiven Effekt mitnehmen, also so gut wie ich kann, jetzt einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Natürlich. Mhm. Also, es sind meine Erfahrungen in Kürze gesagt. Also ich würde es natürlich auch jedem empfehlen und gar nicht irgendwie schaudern oder zögern und so weiter. Also da ist der Support gut genug, dass man auch ohne jegliche Vorkenntnisse da das gut mitmachen kann. Gut. Was den Support angeht, kann ich auch nochmal sagen, dass du hast es zwar eben schon ganz kurz erwähnt gehabt, also da werden weit mehr Informationen geliefert, als die reine Panchakarma-Co betrifft. Also viele Informationen, die eben nicht nur sich auf die Kur beziehen, sondern die sehr, sehr, also die man für das ganze Leben nachher für sich übernehmen kann. Also zum Beispiel am Anfang die Erklärung über die verschiedenen Doshas, damit man selbst überhaupt erstmal ein Gefühl kriegt dafür, welcher Typ bin ich oder welche Mischform und wie gehe ich damit um, weil diese schönen Effekte, die Kur mit sich bringt, davon möchte man ja gerne auch später auch noch etwas haben. Und da sind so viele Informationen drin, die Inga noch zusätzlich gibt, also verschiedenste Sprachnachrichten oder über Videos. Also ich möchte jetzt gar nicht zu viel vorweg sagen dazu, aber es ist vieles, was nicht nur Aha-Effekte auslöst, sondern wirklich ja, mich begleitet und ich mache vieles davon immer noch. Ja. Es ist ja auch der Austausch in der Gruppe der Teilnehmer untereinander. Also man kann jetzt sagen, okay, wie geht es jetzt euch denn heute? Oder ich habe jetzt das und das gekocht oder den Tee vorbereitet. Jetzt bin ich stolz drauf, ich kann das in der Gruppe teilen. Das ist dann nicht so, dass man allein zu Hause irgendwie gelassen wird für sich, sondern man fühlt diese Gruppendynamik und die Gruppenunterstützung. Dann ist das auch schon eine sehr gute Sache. Und vor allem kann man dann im Nachhinein sagen, okay, jetzt habe ich selber das in die Hand genommen, ich habe das selber umgesetzt. Es war jemand da, der hat mich unterstützt, aber im Großen und Ganzen habe ich die ganze Arbeit selber geleistet. Ja. Und so vielleicht die letzte Frage noch, Susanne. Würdest du auch also persönlich kommen, weil wir planen das auch die nächsten Monate auch so anzubieten, dass die Leute direkt zu uns kommen, dass sie halt komplett von uns betreut werden, dass man auch gar nicht mehr selber kochen braucht. Dieses Einölen, was auch ein fester Bestandteil der Panchakarma ist, wird dann von der Inga beziehungsweise von einem anderen mitwirkenden Person, die wir selbst dann auch ausbilden, gemacht, also dass man praktisch auch noch mehr Zeit für sich hat, noch mehr Erholungszeit hat. Leichte Yoga-Einheiten wollen wir auch noch mit einbauen. Und wie gesagt, ähnlich wie man das in ayurvedischen Zentren kennt, nur dass wir das selber unter diesen Voraussetzungen umsetzen, weil ein sehr großer Unterschied ist halt
im Ayurveda, was die Inga macht, weil sie ist ja eigentlich Ärztin für tibetische Medizin. Und Tibeter haben das Ayurveda, was ursprünglich aus Indien kommt, an ihre klimatischen Bedingungen angepasst und haben das ein bisschen anders genannt. Das heißt ja dann dort nicht mehr Ayurveda. Und wir haben ja in Deutschland so ein bisschen ähnliche klimatische Bedingungen wie in Tibet, also die ähneln sich eher, also Europa, sprich Deutschland, als Deutschland sich Indien ähnelt klimatischerweise. Und die Inga setzt es praktisch so um, dass es an die hiesigen klimatischen Bedingungen auch angepasst ist. Also so sind unsere Pläne vielleicht so in die Zukunft. Würdest du dich dann für sowas interessieren oder in Zukunft mal in Erwägung ziehen? Oder sagst du, das zu Hause ist gut, das möchte ich auch weiterhin so umsetzen? Oder auch einmal live oder persönlich zu uns kommen? Ich finde, das ist auch eine schöne Variante. Also dass ich möchte nicht sagen, dass ich da nicht dafür empfänglich wäre. Okay. Wenn ihr das, ich sag mal, wenn ihr das weit im Vorfeld bekannt geben könnt, dass ich mir das zeitlich einrichten kann, ist das eine total schöne Variante, natürlich auch für mich. Gut. Und was auch noch ein sehr schöner Bonus ist, das hat mich auch überrascht, dass die Inge das so umsetzt, wenn man einmal mitgemacht hat, also natürlich zahlt man da so einen gewissen Pflichtbeitrag für die Unterstützung, für den Support, für die Aufbereitung der Informationen, die man dann bekommt. Aber alle weiteren Vipassanas, alle weiteren Panchakarmas kann man dann kostenlos mitmachen. Also man bleibt in dieser Gruppe, in dieser Community drin und man hat praktisch bei der ersten Panchakarma die Gebühr gezahlt, aber alle weiteren sind dann kostenlos, aufbauen dann praktisch an die ersten, weil viele Präparate, zum Beispiel das Nimpulver, das Trifala, wenn man das bestellt, das reicht allemal für zwei, vielleicht für drei Panchakarmas und dann kann man das immer noch verwenden oder weiterhin verwenden, dann, wenn es das nächste Mal kommt. Also das ist jetzt auch so ein guter Bonus und ist nochmal unterstrichen. Also bist du, Susanne, auch immer herzlich willkommen, weil jetzt startet ja die Frühjahrs-Panchakarma nächste Woche schon am 22. März. Und wenn du da zeitlich nicht mitmachen kannst, laden wir dich gerne am Herbst dann ein. Dann kriegst du auch die Termine im Vorfeld und vielleicht klappt es bei dir dort, dass du im Herbst dann, weitermachst. Weil das ist so eine Angelegenheit, die sollte man dann für viele Jahre pflegen. Also um immer jung und gesund zu bleiben oder halt um die Jugend und die Gesundheit zu unterstützen in den richtigen Momenten im Jahr. Mhm. Ja, klingt gut. Okay. Schön. Vielleicht noch ein Abschlusswort von dir? Also ich finde es ganz toll, dass das zu mir gefunden hat, dass ich das ausprobiert habe, dass ich die Erfahrung gemacht habe, weil es spricht einfach für sich. Man kann vieles darüber lesen und am besten ist doch immer die eigene Erfahrung. Und ich, wie gesagt, mir hat es viel Freude bereitet, mir hat es wirklich fantastisch gut geschmeckt. Das spielt bei mir auch eine große Rolle, dass der Spaß einfach größer daran ist. Und es sind ganz tolle Gerichte, es sind leckere Tees, es ist überhaupt kein Hungern, ganz im Gegenteil. Man fühlt sich gut von Tag zu Tag, kommt so dieses, dass man richtig für sich bemerkt, oh, es ist so eine gute Entscheidung gewesen, dort mitzumachen. Und das darf man sich einfach schenken. Okay, ja, super. Sehr gutes Abschlusswort. Susanne, vielen Dank fürs Dabeisein, für deine Antworten, für deine Meinung.